So, den Riverbark-Knoten. Und zwar zwei gleiche Schnüre, etwa 2 bis 2,50 Meter lang. Ich empfehle 2,50 Meter. Eine Schere, ein Feuerzeug und ein metallischen Gegenstand. Zange nehme ich immer zum für die Enden zum Breitdrücken nachher, damit man sich da nicht die Finger verbrennt. So, das brauchen wir aber erst später. 2,50 Meter, zwei Schnüre bringen wir auf gleiche Länge und ziehen das einmal entsprechend glatt, so dass wir mittig von der Mitte her, das muss ich jetzt mal ganz kurz außerhalb des Bildes machen, mittig zwei Ösen haben. Die sollten dann mittig sein, jeweils. So, die legen wir übereinander und ziehen den einen da oben durch, so dass wir einen entsprechenden Knoten haben. So sieht das dann nachher entsprechend aus. So. So, dann um eine Öse nachher zu erstellen, in meinem Fall nämlich das grüne Cord als Öse, legen wir das hier einmal rum und erhalten so entsprechend eine Öse. So sieht das dann entsprechend aus. So, wenn wir das gemacht haben, dann ziehen wir die grüne Kordel einmal links und einmal rechts über die mittlere Kordel durch und haben entsprechend hier eine Öse und hier eine Öse. So, dann nehmen wir die rechte Kordel und führen die durch die linke Öse. Und die linke Kordel durch die rechte Öse. Dann ziehen wir das erstmal vorsichtig zusammen. So, jetzt ist hier natürlich ein bisschen groß geworden. Die Öse, die schieben wir dann einfach ein bisschen nach. So. Und ziehen die hier ein bisschen fest. Das ist noch zu groß, wie ich finde. Dann ziehen wir das hier noch ein bisschen weiter durch und ziehen das entsprechend so fest. Das muss man ein bisschen hinfriemeln. So, links und rechts ziehen, so dass das nachher auch alles ein bisschen gleichmäßig auch aussieht. So sieht das schon sehr gut aus. Schön festziehen. Umso schöner wird nachher auch der entsprechende Knoten. Hier könnte ich noch ein kleines Stück dran ziehen und dann sieht das schon recht gleichmäßig aus. So, nachdem wir dann das so haben, machen wir wieder dahinter eine kleine Öse mit denen, die nach außen gestanden waren. Machen wir eine kleine Öse. So, und dann holen wir diese beiden hier einmal dazwischen, zwischen denen,
die jetzt gerade gelaufen sind. Dann nehmen wir hier die rechte Kordel und führen die von hinten einmal durch das linke durch. So. Und die linke Kordel einmal durch das rechte Ohr. So. Das ziehen wir dann schön wieder zusammen. So haben wir schon mal den ersten Knoten fertig gemacht. So, das sieht dann so aus. Ja, ein bisschen ziehen, einmal links, einmal rechts, einmal nach unten, ein bisschen gegendrücken. Und dann seht ihr, dass wir jetzt genau die anderen beiden nach außen stehen haben. Und immer die, ich orientiere mich, falls man das mal weglegt, daran, was vorne und hinten ist, an diesen einen, an den ersten Überschlag, der hier drin ist, da weiß ich, aha, weil der ist auf der anderen Seite nämlich nicht, dann weiß ich, aha, von dieser Seite habe ich angefangen, ansonsten würden wir das Muster nachher falsch fortsetzen. So, nachdem wir das schön festgemacht haben, nehmen wir jetzt wieder die äußeren, legen die hinten einmal zusammen und führen die zwischen diese beiden einmal durch, so dass wir dann hier die rechte Kordel durch das linke Öhrchen ziehen und die linke Kordel und immer hinten rum linke Kordel einmal durch das rechte Öhrchen ziehen. So. Und aufpassen, dass sich das hier nicht so verdreht. Wenn sich das verdreht, einmal wieder austüdeln. So. Und dann haben wir hier auch schon den ersten. So, den müssen wir noch ein bisschen gerade ziehen. Das sieht manchmal ein bisschen wüst aus erst. Aber wenn man es dann gerade gezogen hat, dann sieht man, aha, jetzt wird es dann wieder schön festziehen, nach oben drücken. Und dann haben wir jetzt wieder die andere Farbe nach außen stehen. So, gucken wir nochmal, dass wir hier ein bisschen Gleichmäßigkeit reinbekommen. Vielleicht nochmal nachziehen. Dieser Seite. So. Ist auch ein bisschen verdreht. Na, da musst du ein bisschen drauf achten, dass das entsprechend nachher auch gerade wird. So. Und so setzt ihr das jetzt fort, bis ihr die richtige Länge erwischt habt. So. 10 Minuten später sieht das Ganze dann schon so aus. Und nochmal zur Erinnerung, die nach außen stehen, das ist die Vorderseite hier mit dem ersten, die nach außen stehen, hinten eine Öse machen, so, dann immer parallel halten, die beiden sollten hier durchkommen und die rechte Schnur, stimmt ja gar nicht, die rechte Schnur ziehen wir jetzt, also hier diese rechte Schnur, man kann das vielleicht schlecht sehen, so machen wir das jetzt, so soll das so durch und hier die rechte Schnur ziehen wir durch das linke Ohr und immer hintenrum die linke Schnur ziehen wir durchs rechte Ohr, so und dann ziehen wir das Ganze ein bisschen zusammen. Immer darauf achten, dass wir hier schön parallel bleiben. Und dann immer Stück für Stück das Ganze
festziehen. Das Ganze auch mal anpassen und das tue ich jetzt mal. Bei mir passt es nicht, das soll aber auch nicht um mein Handgelenk, sondern um das Handgelenk meines Sohnes, und da gehe ich jetzt einmal zum Anpassen. So, einmal angepasst, da machen wir jetzt noch zwei Knoten, müssen wir noch machen. So, wenn wir das gemacht haben, schön mit Kraft festziehen jetzt. So, wenn wir das gemacht haben, dann sollte das am Ende jetzt so aussehen. Wir machen jetzt hier einen Überhandknoten, das heißt so an dieser Stelle, einmal so einen normalen Überhandknoten, der nachher unseren Verschluss darstellen soll. Der soll natürlich noch ein bisschen weiter rüber. Mal ein bisschen darauf achten, dass der dann auch gleichmäßig ist. Also er muss noch ein bisschen nach vorne. So in etwa. Ist natürlich nicht gleichmäßig. Die haben sich so ein bisschen ineinander geschlungen. So. Und dann haben wir etwa hier jetzt diesen Knoten. So. Den ziehen wir jetzt schön fest. Das passen wir gleich noch an. Das heißt, den Knoten kann ich jetzt noch variieren, entweder ein bisschen nach da oder nach da. Deshalb schneide ich das noch nicht ab. Was ich aber schon machen werde, ist jetzt diese abzuschneiden. Etwa 4 mm stehen lassen von den äußeren. Ups, da war die Schere nicht so scharf. Und dann schmelzen wir das Ganze an, aufpassen, dass wir da nicht, und jetzt brauchen wir hier mal unseren, so, damit wir das hier ein bisschen verschweißen, und hier machen wir das ebenso, aufpassen, dass wir das Armband dabei nicht anbrennen. Das verschweißen wir dann ebenso. So dass die beiden hier nicht mehr reinrutschen können. So, das fällt, wie ich meine, kaum auf. So, das passen wir jetzt um das Handgelenk an. Dazu lasse ich das noch lang, und wenn das nachher passt, dann wird das hier auch ungefähr an dieser Stelle abgeschnitten. Mache ich das etwas kürzer und verschmelze das mit dem Knoten, sodass der auch gar nicht mehr aufgehen kann. So. Und dann ist das eigentlich erledigt. Da brauchen wir weiter nichts mehr dran dazu machen. So, da gibt es wahrscheinlich auch noch so diese Fransen, die kann man dann da abmachen.
Und dann ist das Armband fertig.